Bevor du dir jetzt dann am Mittag ein üppiges Menü reinziehst, einen dicken Burger, eine große Pizza, was auch immer, stelle ich dir unsere Mahlzeitenersatz-Shakes vor, weil die haben nämlich für dich folgende Vorteile. Also erstens, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, schmecken alle super lecker. Also Öbelstory, CD, Schoko, dann den Waldfrucht. Habe ich mir selbst gerade vorhin angemixt, zeige ich euch hier noch. So, und ich finde auch übrigens den Mango super. Habe ein bisschen so ein Südsee-Feeling, wenn ich Mango trinke. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein Fan auch von Kokos bin. Also in Kokos könnte ich mich reinlegen. Und da gibt es noch viele weitere Geschmacksrichtungen wie Vanille und ja, das übliche. Also ihr könnt prinzipiell alles bestellen, die schmecken alle super. Und übrigens sind die Shakes nicht vergleichbar mit einem Shake aus der Muckibude, also mit einem reinen Eiweißshake, weil du brauchst, um mit einem Shake eine Mahlzeit zu ersetzen, brauchst du alle Nährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Hast du die nicht, hast du zwei massive Probleme. Das erste ist das, du hast nach einer halben Stunde wieder Hunger. Und zum zweiten, wenn du die Shakes als Abnehmkonzept nutzen möchtest, was auch funktioniert, bekommst du, wenn du nicht einen vollwertigen Shake hast, also bei unseren Shakes, dadurch, dass sie vollwertig sind, vermeidest du den Jojo-Effekt. Ich habe da mal ein Video gedreht, das ist auf YouTube. Schau da gerne rein. Und wenn du jetzt einen Shake nimmst, wo nicht alle Nährstoffe drin sind, schraubt dir der Körper sehr, sehr schnell den Stoffwechsel zurück und dann hast du ja noch einen Jojo-Effekt. Wie gesagt, wie es funktioniert, findest du auf meinem YouTube-Kanal zum Jojo-Effekt. So, also, super Geschmack, alle Nährstoffe, nur ca. 250 Kalorien pro Mahlzeit. Also, ne, ich habe mir jetzt da selbst ja einen gemixt, eine Waldfrucht, und ich habe mir noch, Mensch, das habe ich jetzt gar nicht da, ich habe mir das Whey nur mit reingemixt. Also Whey ist quasi reines Eiweiß, ohne Geschmack, ohne Zucker oder sonst irgendwas. Schmeckt wirklich neutral, also noch nichts. Und unser Whey kannst du überall reinmischen. Und ich habe mir jetzt quasi da einen leckeren Shake gemixt mit einer zusätzlichen Eiweißbombe. Und wenn ich die Mischung trinke, da bin ich irgendwie so richtig, möchte fast sagen, im Flow. Eiweiß beeinflusst ja das Gehirn, Kreativität, gute Laune und so weiter. Also, wenn du schlecht drauf bist oder wenn du Muskeln aufbauen willst, ist mein Tipp noch einen Esslöffel oder so eine Messschaufel, wo im Shake drin ist, vom Whey noch mit dazu. Dann bist du extrem gut versorgt zur Mittagszeit oder als Abendessen oder wann auch immer du Hunger hast. Das ist mein Tipp für dich, dass du hier gesund und schlank durch den Tag kommst. Ich verlinke euch die Shakes jetzt noch unter oder über dem Video und dann könnt ihr schauen, was es da für euch gibt. Und wie immer, wenn es noch Fragen dazu gibt, direkt bei mir anrufen. Kontaktdaten findet ihr irgendwo rundherum ums Video oder in meinem Profil.